Ja, hi, ich bin wieder unterwegs mit der Kamera. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen durch den Wald und hoffe dann, dass ich zu einem See komme, wo ich auch die Nacht verbringen werde, hoffentlich. Boah, ist das eine Ruhe hier. Ja, wie ihr seht, hat es geschneit über Nacht. So um die 0 Grad. Und ja, ich würde sagen, geht's mal weiter. Es ist jetzt übrigens so 1 Uhr mittags, logisch, und um 4 wird es dunkel, also ich muss mich jetzt echt ein bisschen beeilen, dass ich zu dem Platz komme, zu dem ich möchte, damit ich noch im Hellen aufbauen kann, und ich hoffe, dass ich ein Feuer machen kann, aber es ist so nass. Es hat tagelang geregnet. Und ja, wahrscheinlich finde ich kaum trockenes Holz. Na, mal schauen. So, ich glaube, ich habe mein Plätzchen gefunden. Sieht zwar ganz schön wüst aus hier, aber ich bin ein bisschen geschützt. Ich werde mir hier ein bisschen die Äste abmachen und irgendwie mein Tarp spannen, weiß ich noch nicht wie. Und ich werde mir ziemlich schnell ein Feuer anmachen, weil meine Hosen und so nass sind. Ich habe meine Gamaschen vergessen. So. Es ist total nass alles hier und das wird noch eine Herausforderung, hier einen ordentlichen Schlafplatz zu kriegen. Jetzt muss ich mich aber echt ein bisschen beeilen. Man merkt schon, dass es dunkler wird. Oh, es ist 2:30. Geht eigentlich noch. Bin ganz happy. Richtig schöner Platz hier. Ja.
so, das Feuer brennt. Aber es ist schwierig, es am Laufen zu halten. Es ist echt zu nass. Oh, kalt. So, und eigentlich will ich mir über dem Feuer auch noch was kochen. Aber das könnte schwierig werden, weil ich gar nicht schaffe, nachzulegen. Oh, schön. Ich habe nicht gedacht, dass es noch klappt. Ich habe mich schon auf meinem Spirituskocher kochen sehen. Fängt übrigens gerade an zu Schneegrieseln, glaube ich. Guten Morgen. Es ist schon 9 Uhr ungefähr. Aber ich habe ziemlich lange geschlafen. Es war auch arschkalt. Aber es sieht schön aus. Und es ist so still.
so ein schöner Morgen hier. Ist einfach nur ruhig. Und wirklich nach etlichen Tagen Regen ist ein blauer Himmel. Es ist doch nicht zu fassen. Das ist einfach traumhaft. So, leider heißt es schon wieder Abschied nehmen. Hab alles gepackt. Und ja, das war mein Platz für die Nacht. War sehr schön hier. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude, mich zu begleiten. Genau, mir bleibt nichts weiter als Tschüss zu sagen. Und bis zum nächsten Video.